So, waren wir bei Folge 7. Bei Folge 6, glaube ich, hat gerade die Technik versagt. Oh, da schaut es gut aus im Honigraum. Warte mal, ich klappe mal so hoch. Also, da ist schon was los drin. Sind jetzt zwei Honigräume? Da schaue ich gerade. Ja. Naja, gut, es haben voll Bienen oben, aber viel Gewicht ist nicht da. Heben wir die mal runter. Also da ist jetzt noch nicht viel drin. Ich glaube, die kann ich auch nicht einmal schröpfen. Haben wir den jetzt schon geschröpft? Ja. Da. Drei Rämchen. So. So, da sind wir jetzt eh gleich durch. Ein Brutraum geht zacki zacki. So. Und da ist auch die Bienenmasse nicht so da bei dem. Komm, geh weg. Immer diese Drohnen. Naja. Spulenapfel nach wie vor genügend da. Was? Der im Honigraum. Oder unterwegs. Oder geschwärmt. Okay. Hier, hör mal bloß auf, du. Also mir kommt extrem wenig vor. Ich habe jahrelang keinen einzigen Schwarm gehabt und jetzt hat dieses Jahr gleich zwei, oder wie? Nein, es sind keine frischen Stifte da. Es sind keine frischen Stifte da. Hey, hör mir auf. Das wäre ja. Erst noch keinen einzigen Schwarm und dann ging jetzt schwer mehr raus wie Massenproduktion. Okay, Larven sind da. Aber so wenig Bienen haben das gar nicht. Ja, vielleicht reicht es ja. Ich weiß nicht, ob ich das Königin. Ah ja, nein, die Königin ist noch da. Das sind ja ganz viele Stifte, also ist komplett bestiftet. Die wird aber umgeweißelt, meine alte Lady. Die hier, die gelb. Die kommt raus. Also Kurt, wenn du das magst, kriegst du es. Eine Old Lady. Weil was mir an der nicht so gefällt, also die stiftet eigentlich relativ gut. Da kann ich mich gar nicht beschweren, aber man sieht es ja, das ist die einzige Chefin, die mitten in der, im Brutnest jedes Mal, die hat hier, hier und hier eine Pollenwabe. Immer. Die kann ich jetzt rausnehmen, dann wird die innerhalb kürzester Zeit ist wieder Pollenwabe. Ich nehme an. Da ist bestiftete Spielnäpfchen. Die sind da ziemlich angepisst. Da war gerade eine extrem interessante Idee. So. Wie gesagt, die hat schöne Brutnester, kann man nicht meckern. Aber
Ja, das jetzt hat komischerweise außen hier keine Pollenwabe. Spielnäpfchen. Ah, das hätte mich jetzt schockiert, ehrlich. Wenn ich wieder einen Schwarm gehabt hätte. Ja, im ersten Blick hat sowas ausgeschaut. Ja, die sind unterwegs und da drin. Auf der Bienenmasse, wenn in einem Volk so viele Bienen haben, dann drogen die ein. So, dann sind wir durch mit dem. Da haben sie auch Speckgitter drauf. Weg. Und dann die zwei Honigräume. So. Sag ja, da ist schon was da. Dann schon ein paar da. So, dann geht's in Cut. So, Nummer 8, die haben auch zwei Honigräume jetzt. So. Müssen wir kurz Platz machen. Schauen wir mal da rein. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Da wird schon zum Teil verdeckelt, also das passt. Da unten ist die Honigraum, da wird noch nichts sein, den habe ich ja gestern nur schnell drunter geschoben, weil ich schon aufgetragen habe, aber ich habe es gestern nicht alle komplett durchgeschaut. Aber aus dem Grund. Oh. Husch, husch. So. Das ist schon mehr. Was? Da ist mehr, oder? Da ist es. Nein, ist noch mehr. So. Da ist nicht mehr. So, dann ist hier wieder Ordnung. Gut, wo das voll geht, das habe ich eh komplett zusammengeschreppt eigentlich. Also von dem her, das meiste, also hier, sind alles neue Waben. Schönes Brutfeld. Aber die werden unruhig, merkst du das? Sehr schnell so. Sehr unruhig. So, Sitz. Ich beeil mich, Mädels. Ich beeil mich. So. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nichts. Also mit nichts meine nichts Ungewöhnliches. Nichts, was da nicht hingehört. Aber hier wird es jetzt nochmal losgehen mit dem. Ja. Das ist schon nicht zu, gell? Ja. So.
verdeckelt. Hier ist auch Gelee Royal drin. Warte mal, vielleicht sieht man es, wenn ich es zusammendrücke. Das ist, seitdem ich das Volks- und die Schwarmstimmung getrieben habe, seitdem ist es so. Ganz einfach schneller. Weil umso mehr darf man es dran, dann wird es wieder nichts mehr. So, das machen wir jetzt kaputt. Also bei dem Volk ist noch so richtig Master-Schwarmstimmung angesagt. Es sind aber ganz frische Stifte da. Hier haben wir noch eine und die ist auch verdeckelt. So, und das heißt für mich jetzt, dass die jetzt rauskommen. Ich schröpfe die jetzt einfach, auch wenn ich natürlich dann honigmäßig das Volk im Prinzip wahrscheinlich erstmal ins Ausstall. Ja. Ich breche den Schwamm drüber jetzt komplett. Im Prinzip. Aber ist das jetzt so, weil du damals den Rahmen erkennt hast mit den vielen Zellen? Nein. Die nachschaffen? Nein, weil ich es so eingegangen habe. Weil ich das so eingegangen habe, dass dann halt einfach kein Platz mehr da war für irgendwas. Geht das? Ja. Na. Nur der Hardcore-Platzmangel. Weißt du? Einfach hinschauen. Nur der Hardcore-Platzmangel. Jetzt brauche ich auch noch, aber davon liegt uns fast. Und ich traue wetten, da sind noch mehr Zellen. Et voilà. Ist auch bestiftet. Oh! Da ist eine geschlüpft. Ach komm, Ladies. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen früher brechen sollen. Jetzt suche ich erstmal die alte Königin. Bevor ich die hier breche. Aber da waren frische Stifte da. Also würde es mich jetzt wundern, wisst ihr was ich euch sage? Ich lasse euch einfach machen. Wenn ihr schwärmen wollt, dann sollt ihr schwärmen. Ja, na, da ist die Königin. Okay, gut, Königin ist da. Dann werden wir die brechen. Dann werden wir die definitiv zerstören. Und die kriegt jetzt dann von mir Platz zum Stiften. Die kriegt jetzt dann richtig schön viel Platz zum Stiften. Und dann ist der Fall erledigt mit der Schwarmstimmung. Und dann berückt es. Ja. Ich könnte jetzt auch die Königin einen Parasadon und Königinnen Ableger machen. Oder ich da die Königin Assa. Noch nicht oft bricht alle Zahlen da. Dann können sie nichts mehr nachziehen und dann weiselt es wieder. Ah, super.
Aber ich habe ja im Prinzip unten alles genommen, was Platz gehabt hat zum Stiften. Ich habe ja alles raus. Ich glaube, zwei Waben oder so hat es gehabt zum Stiften. Und dann habe ich ihr Latte nahe gegeben, was nur bauen will. Was komplett alles nur ausbauen will. Aber da war eine definitiv, ist da geschlüpft gewesen. Geh scheiße, wo du brauchst Bienenmasse. So. Das ist jetzt mit Schwarmtrieb gleich vorbei. So. Das kannst du nicht in Zahlen so richtig. Der braucht einfach wieder Platz. Der braucht einfach Platz. Ich konnte da bloß eins gehen. Nach 4 Wochen wieder raus. Ich brauche, ja genau. Ich brauche ja auch bloß ein Rammel geben, aber jetzt kriegt es eine neue. Jetzt hat es 2 volle Rammel. So, der kann jetzt da stiften und jetzt müsste das dann das nächste Mal schon viel, viel besser sein. Aber siehst du ja, weiß aber heißt es, oder Sommersonne, wenn die ist kein Schwarmtrieb. Wenn der Schwarmtrieb mal richtig da war, dann ist das sehr schwer, dass das wieder. Was heißt schwer eigentlich nicht? Im Prinzip kannst du einen Radikaleingriff machen. Und dann ist der Schwarmtrieb tot. Und alles ist gut. Aber wenn du jetzt sagst, du willst weiterhin, ohne dass jetzt du da mal radikal durchgreifst, das machen, dann ist wirklich schwierig. Dann ist das von dem Schwarmtrieb absehen, das ist wirklich dann ein Projekt. So, jetzt. Gut, dann war's jetzt.